So, damit herzlich willkommen zurück, Leute, zu Assassin's Creed Valhalla. Ich habe jetzt ein bisschen an der Audio noch rumgearbeitet. Ihr solltet jetzt den Ingame-Sound genauso laut hören wie meine Stimme. Ich hoffe, das klappt soweit. Ich probiere noch ein bisschen mit dem Audio rum in den nächsten Tagen, um die perfekten Einstellungen für euch zu finden. Also, wenn dieses Video gut sein sollte oder sage ich mal besser als die anderen Folgen, dann gebt mir auf jeden Fall Bescheid. Also ich sehe es ja selber auch, aber ja, ein bisschen Feedback wäre super von euch auf jeden Fall und abonnieren nicht vergessen, Leute. Wenn ihr noch nicht Abonnent seid, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wir sprechen jetzt mit Hunwald. Eivor, ist der Bischof tot? Er hat zu wenig gelitten und zu viel geredet. Ja, er ist tot. Ich werde ihn nicht vermissen, aber Acher wird erst trauern müssen. Du hast gut gekämpft, stürmischer Schwan. Sei in den kommenden Wochen vorsichtig und nun beginnt ein härtester Kampf, Alderman. Nun beginnt dein härtester Kampf, Alderman. Jetzt führst du Lincoln Eshia an, alter Mann. Das wird dein härtester Kampf. Das Schlachtgetöse klingt mir noch im Ohr. Ich denke, dass ich jetzt ein guter Anführer sein kann. Gut. Aber darf ich dich noch um eine Sache bitten? Darfst du? Gern doch. Als Alderman wird mein Leben gefährlich sein. Zumindest vorerst. Würdest du meiner Swanhild Zuflucht in deiner Siedlung gewähren, bis ich das Gefühl habe, dass es ungefährlich ist? Sie ist bei uns willkommen. Danke, mein starker Berserker des Nordens. Die Wirtshäuser meines Schiers werden dein Getrampel sehr vermissen. Unsere Leute sind jetzt Verbündete. Wir müssen aufeinander aufpassen. Ach, ich bin furchtbar im Verabschieden. Das reicht fürs Erste. Ich weiß Mir nicht, scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Ich weiß nicht, warum das so ist. Bei den Rode NT-USB könnt ihr hier oben einstellen, ob man Mikrofon mehr hören soll oder eure Geräusche vom alle Soundgeräusche, die vom Rechner kommen. Und ich habe das jetzt mittig eingestellt, so dass man beides gleichzeitig hört, aber ich höre meine eigene Stimme doppelt. Ich hoffe nicht, dass es in der Aufnahme dann schallt mit meiner Stimme, aber müsste eigentlich so richtig sein, so wie ich es jetzt gerade eingestellt habe. Also in den ersten Folgen jetzt, seitdem ich mein neues Setup habe, war mein Ingame-Sound lauter als meine Stimme. Deswegen habt ihr mich in manchen Sequenzen noch nicht so gut gehört. Aber jetzt sollte es besser sein, hoffentlich. Los! Ach so, ja. Ach, ich reite hier rum die ganze Zeit. Wir müssen zu Randvi zurück. Bringe Torbjörn in die Siedlung. Mann voller Geheimnisse. Thekla wurde ausgeraubt. Die Diebe suchten nach einem Sachsen namens Gutban. Suche in der Siedlung nach ihm. Ach so, ja, der war ja verbuggt, wa? Wir müssen den in die Siedlung bringen. Das können wir mal schauen. Können wir mal schauen, ob wir den jetzt wieder zurückbringen können oder nicht. Und tut mir im Voraus leid, wenn ihr meine Stimme doppelt hören solltet in dieser Folge. Wird es in der nächsten Folge wieder weg sein. Und wenn es so gut sein sollte, wie ich es mir vorstelle, dann
lasse ich das auf jeden Fall so. Aber ich glaube, so ist das wesentlich angenehmer als in den ersten Folgen, seitdem ich dieses Setup hier aufgestellt habe. Übrigens, der gestrige Stream hat mir echt sehr viel Spaß bereitet. Schade, dass ihr es verpasst habt. Ansonsten könnt ihr jeden Stream unter dem Twitch-Link in der Videobeschreibung könnt ihr nachträglich jeden Stream euch anschauen unter Videos. Und ansonsten seid gerne dabei, heute wieder ab 18 Uhr werden wir Valorant streamen. Selbst als Dark jünger war, hatte er etwas an sich. Furchtbar, dass es dazu kam, aber du hast das Richtige getan. Ich kann mir kaum vorstellen, wie du dich fühlst. Wie dem auch sei, du brauchst wahrscheinlich was, hm? Was kannst du mir heute anbieten? Ah, das ist ziemlich gut. Ja, wir könnten eigentlich mal so langsam alle unsere restliche Ausrüstung. Na bitte, besser als zuvor. Spielt eigentlich keine Rolle, was ich hier jetzt nehme. Irgendwann haben wir sowieso alles auch mütig. Deswegen mache ich das jetzt einfach random. All meine Waren sind gut, aber das ist sogar sehr gut. Für die Mondlicht-Axt braucht ihr übrigens keine Ressourcen, weil das ein Ubisoft-Item ist, was ihr freischalten konntet. Ich glaube, den hat man bekommen, als ihr im Ubisoft-Forward-Stream zugeschaut habt. Also wenn ihr den Stream verpasst habt, dann tut mir es aufrichtig leid für euch, dass ihr die Axt nicht bekommt. Weil die hat schwere Schadenerhöhung bei voller Gesundheit, also richtig... Okay. Ich fühle mich wie ein stolzer Vater, wie stark du jetzt bist. Das gefällt dir wohl ganz gut. So, verbessern wir den Rest noch. Gut, das lasse ich jetzt ich mal. Ich leiste wirklich gute Arbeit. Ich muss los. Bis bald. Bis bald, Gunnar. Das Kampfesglück sei dir heute. Adios, adios. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag, Männer Greta. Wie Dark beschmutzen jeden Clan, jede Stadt, jedes Jahrhundert. Die Hochmütigen. Männer, die nie wissen, wann genug schon zu viel ist. Hast du einen Vertrag für mich? Ich habe Aufträge mit Gewalt, aber auch ohne. Interesse? Ja, wir haben Interesse, weil ich habe sehr lange gehört, keine... Denk bei der Arbeit einfach an den Lohn. Das sollte dich motivieren. Ich habe sehr lange keine Rede. Was bietest du heute an? Ich muss mal wieder Opale farmen. Hundvolksschild hat er. Rimfaxi. Oh, ist das ein schwarzes Schwert? Ein schwarzes Pferd, ja. Und den Drekerbogen. Fernkampfschaden wird erhöht, je schwerer du bist. Okay. Interessanter Bogen. Wir sehen uns später. Geh ruhig, ich werde hier sein. Wir geben jetzt erstmal die Siegel bei Heitam ab, bevor wir zu Randvi gehen. Es tut mir leid, was mit Dark geschah. Das ist sicher nicht leicht gewesen. Möge er in Frieden ruhen. Rest in Peace, Dark. Nimm dies. Das dient deiner Sache mehr als meine mal, Taschen. Was wir jetzt bekommen. Mit Freude nehme ich es von dir an. Als Zeichen meiner tiefen Dankbarkeit sollst du dies haben. Mach weiter so. Wir haben giftigen Schlag jetzt auf Stufe 2. Oh, das müssen wir echt mal benutzen. Ich glaube, das tue ich hier auf 3, weil den Wolfsangriff benutze ich kaum. Aber Giftschaden können wir, glaube ich, gut benutzen. Und wir haben wieder 6 Fertigkeitspunkte. Das können wir auch mal verteilen. Ja, die Frage ist, was nehme ich?
Ausbildung Feuerwiderstand. Hier haben wir noch Krieger Niederschlag. Versuche einen arglosen Gegner mit deiner Nahkampfwaffe niederzuschlagen. Du alarmierst alle Gegner in der Nähe, aber füllst für jeden von ihnen deine Adrenalinanzeige. Das ist, glaube ich, interessant. Das nehmen wir mal. Kritische Treffer ist immer gut. Fähigkeitsschaden ist auch immer gut. Schleichangriff auch. So, jetzt sind wir schon bei 238, Leute. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Ab 250 können wir auch in die stärkeren Gebiete hingehen. Vorher macht das nämlich keinen Sinn. Torbjörn, bist du zufrieden? Oh ja, ich kann dir gar nicht genug danken, Eivor. Ich rechnete mit dem Schlimmsten, als ich meinen alten Namen Gutbahn vernahm. Er beschwor viele grausame Erinnerungen herauf. Kann ich mir vorstellen. Wie kamst du zu dieser Bande? Nach dem Tod meiner Mutter brauchte ich eine Familie. Wilf bot sie mir. Er sah mich an, nahm mich auf und sagte mir, wer ich war, wer ich sein könnte. Dieses Zugehörigkeitsgefühl brauche ich nicht mehr. Ihr habt mich so angenommen, wie ich bin. Das ist das größte Geschenk für mich. Frieden. Viele Menschen sind gefasst, weil sie nie einem Sturm ins Auge sahen. Du hingegen hast den Sturm mit Erfolg durchsegelt. Das kann nicht jeder behaupten. Das bedeutet mir viel. Hab Dank. Also nur damit ihr versteht, was hier gerade passiert ist. Normalerweise müssten wir mit Torbjörn zusammen zurück nach Hause reiten. Aber da war der bei mir verbuggt, weil zwei Reittiere gespawnt sind. Und ich bin extra da weggegangen, damit die Reittiere despawnen. Und jetzt ist er automatisch, sobald ich in die Siedlung zurücktippet habe, ist er automatisch hierhin selber geritten. Bis zur Siedlung und hat mich jetzt angesprochen von sich aus. Und ja, deswegen steht er jetzt direkt hier. Und was ist mit ihr? Eivor, hallo? Hi. Sieh dir unbedingt meine neuen Entwürfe an. Zeig mir, was du anzubieten hast. Schauen wir uns das mal an. Wir haben ursprüngliche Haare rot. Aber ich bleib so, glaube ich. Und wir haben ein neues Rückentattoo. Gefällt mir nicht. Kann ich noch etwas für dich tun? Nein. Ich muss gehen. Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal, Eivor. Bleib gesund. So, was ist jetzt mit Torbjörn? Warum folgt er uns? Warum folgt er uns? Achso, wir müssen... Hey, hallo! Wie geht's dir? Wulfi! Wir müssen ihn zu seinem Haus bringen, deswegen folgt er uns. So. Dann hätten wir die Quest nämlich auch abgeschlossen. Ah, es tut gut, wieder zu Hause zu sein. Nun ja, sofern ich mir nicht selbst die Möglichkeit genommen habe, dies mein Zuhause zu nennen. Torbjörn, du bist hier trotz allem stets willkommen. Du schuldest uns nichts außer deiner Arbeit, die du liebst. Verstehe. Die Bezahlung erfolgt in Brotlaiben. Das kriege ich hin. Warte, etwas aus deiner Vergangenheit ist noch übrig. Ja, das Auftragsbuch. Wirf es fort. Verbrenne, was war. Mit Freuden. Genau. Verbrenne alles. So. Lagerbericht zu Randvi. Los geht's. Aber vorher werden wir hier uns mal kurz den großen Baum anschauen, denn wir haben hier, glaube ich, auch neue Skins. Weißer Baum, weiß-roter Baum. Galgenbaum. Henkersbaum und der Ruheort des Berserkers. Den haben wir zurzeit ausgewählt. Ich werde mal den Galgenbaum nehmen. So. So sieht der Galgenbaum aus. Der hat dann hier überall Skelette und so weiter. Ziemlich sick auf jeden Fall. So.
Wir haben auch einen neuen Brief bekommen, den können wir mal lesen. Von Bischof Deolav haben wir einen Brief bekommen. Okay. Schauen wir uns das Ganze mal an. Eivor, die Lage in Skrobeschir hat sich beruhigt. Ich kann kaum glauben, wie viel Krieg und Trauer wir durchlebt haben. Solltest du dich im Schir wiederfinden, komm doch auf einen Besuch vorbei. Dein Freund, Bischof Deolav. Nice. Das freut mich auf jeden Fall, dass sich die Lage dort beruhigt hat. Dann gehen wir mal zur Randvi. Alles in Ordnung? Lincoln Schier ist uns ein Freund. Wunderbar. Und wer ist dort unser Verbündeter? Der junge Hunwald ist der neue Aldermann Lincoln Schiers. Und er hat uns Treue versprochen. Dieser Lama ein Aldermann? Nun, sollte er uns je um Hilfe ersuchen wollen, braucht er nur zu rufen. So. Lincoln Schier, Bündnis geschlossen. Und wir haben auch Vorräte bekommen. Also Rohmaterial. Ja gut. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Schauen wir mal. Also, wir haben jetzt Hamtun Schier. Ach, das ist Winchester. Nicht Hamtun Schier. Das ist Winchester. Gut, dann würde ich als nächstes dahin gehen, damit wir Sigurd retten können. Heitam erhielt eine Nachricht aus Winchester. Von jemandem, der sich armer Mitstreiter Kesti nennt. Dein verborgener Verbündeter. Spannend. Mehr Ziele, vermute ich. Ja. Was meinst du? Könnte das eine Falle sein? Als Festung der Westsachsen wird Winchester ein wenig freundlicher Ort für dich sein. Aber damit weißt du schon umzugehen. Wenn du gehst, halt dich zurück. Ich werde hingehen auf jeden Fall, weil Sigurd soll sich ja in Winchester befinden. Und je mehr wir warten, desto mehr verringert sich die Chance, dass wir ihn retten können, glaube ich. Deswegen müssen wir das auf jeden Fall tun. Ich dachte, das kommt noch später mit der Zeit und wir müssen Infos sammeln und habe nicht gesehen, dass dieser Ort Winchester ist, weil genau die Statue über dem Namen steht. Wir werden auf jeden Fall nach Winchester gehen und versuchen, Sigurd zu retten. Das ist total... Laut dem Brief soll ich in Winchester einen Mann in Weiß treffen. In einem ihrer Gotteshäuser. Ihm soll ich sagen, kommt Übermut, so kommt auch Schande. Bei dem Bescheidenen aber ist Weisheit. Ein Abschnitt ihres heiligen Buches, glaube ich. Interessant. Geh mit Bedacht. Das ist total ungewohnt, weil ich meine Stimme selber höre. Ich hoffe wirklich, dass es nicht in der Aufnahme schallt. Das wäre echt blöd. Da ist ein neuer Brief für mich. Wir haben schon wieder einen neuen Brief bekommen. Von Aha. Schwer lastet weiterhin die große Sünde und die Schuld auf mir, Hunwald und Swanhild hintergangen zu haben. Die Aldermannschaft ist vorerst befriedet, doch mein Herz ist es nicht. Ich bereue meine Taten, so unauffällig sie doch waren, sie machten es möglich, dass Herefried das Blut guter Gelbbäuche auf den Fliesen unseres Herrn vergoss. Ich versprühe so viel Liebe und Achtung dir gegenüber, wenn du so ungerechterweise ertragen musstest eigentlich, aber da steht musstet. Gut, all meine Gebete richten sich auf das Licht, welches durch dich erstrahlt und jene, die du beschützt. Das Leben ist unmöglich und ich wende meinen Blick dem Herrn zu. Acha im Glauben. Das müsste auch eigentlich andersrum stehen, aber okay. Ja gut, reisen wir nach Winchester. Haben wir hier noch irgendwas zu erledigen? Ja, wir können die Raubtiere töten und vielleicht in der Siedlung was verbessern. Ich schau mal hinten, ob wir genug Rohmaterial haben. Wolfi! Was geht ab? Dance! Nein, Spaß. Okay, gehen wir weiter. Was ist hier?
Hier ist Attentatsschaden, das können wir machen. Gebäude abgeschlossen. Meilers Haus. Ist echt ein harter Grind, alles hier freizuschalten. Dafür, um Stufe 6 zu kommen, müsst ihr alle Raids gemacht haben. In Englerland. Aber wir haben es bald geschafft. Fehlt nicht mehr viel. Den können wir sogar noch mal verbessern. Ja, tatsächlich. Hi, wie geht's dir, kleiner Mann? Dance. Nein, Spaß. Okay, holen wir die Raubtiere. Hier können wir mal etwas Neues hin tun. Und zwar tun wir hier hin eine blühende Statue. Keltischer Grabstein. Komm, wir tun hier wieder so eine dämonische Dämonenstatue. Die sehen richtig sick aus bei Nacht. Mit den grünen Lichtern, die sie da halten. Und wir könnten auch mal unsere Artefakte abgeben. Und was ist hier? Attentatsschaden. Okay. Gehen wir mal hier kurz unsere römischen Artefakte, die wir gesammelt haben. Hier, nimm. Mehr Relikte für deine Sammlung. Was hast du mir da mitgebracht? Wundervoll. Und hier habe ich etwas für dich. Ich will mehr von diesen Artefakten. Römischer Wettkämpfer. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Bonum fortunam, Eivor, auf all deinen Wegen. Keine Ahnung, was das heißt. Bonum fortunam. Aber ich denke mal, das ist was Positives. So, gucken wir mal. Irgendwas mit... Ganz unten ist das wahrscheinlich, oder? Nein. Irgendwas mit römisch... Waffenständer. Römischer Wettkämpfer. Den haben wir bekommen. Ja. Gefällt mir nicht leider. Gut, lassen wir das erstmal. Gehen wir die Raubtiere holen und danach reisen wir nach Winchester. Und in der nächsten Folge werden wir dann schauen, was wir in Winchester machen können. Und ob wir Sigurd finden. Sind die Raubtiere. Die Tiere hier waren die wahren Herren des Landes. So. Ja, wir wollten nach oben, wa? Nein, unten links war das. Hier, ne? Hier irgendwo. Finde den Mann in Weiß und sprich mit ihm. Der Gräber von Winchester, genau, da müssen wir hin. Scheiße. Ist ein weiter Weg, Jungs. Das ist ein scheiß weiter Weg. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ja, so ein bisschen, so ungefähr 10 Minuten mache ich noch. Gut, dann nehmen wir erstmal die beiden Aussichtspunkte. Und in der nächsten Folge sollten wir dann bei Winchester angekommen sein.
da hinten müssen wir hin. Das war auch richtig krass hier in Lunden, was für wie viele Ordensmitglieder wir gefunden haben. Allein 3 Stück waren hier drin. Hier in dieser kleinen Stadt. Hallo! Ich sitze fest! Du sitzt da fest? Sollen wir dich befreien, alter Mann? Komm, wir befreien. Garum versandt Arbeiter gesucht. Wir benötigen rüstige Männer und Frauen für unser Lagerhaus. Mitarbeiter werden mit 50 Stück Hacksilber pro Woche und 2 Flaschen Garum entlohnt. Hallo! Okay. Ich sitze fest! Ich höre dich! Was ist los? Den Göttern sei Dank! Ich wollte eine neue Fuhre fertig machen und habe mich aus Versehen eingesperrt! Wenn das alles ist, kann ich dich rausholen. Nicht so voreilig! Du darfst nichts zerbrechen! Die Soße schmeckt lecker, aber sie riecht wie ein Fischerboot in der Sonne. Bitte, schaff einen Weg durch die Krüge, damit ich raus kann. Aber zerbrich sie nicht. Der Geruch ist unerträglich. Die Flair Sabaderasso. Kumar, der Sohn, jetzt was tut. Usbit, Nudelas. Okay, dann tun wir die einfach hier hin. Bei Boris Eiern! Das ist übel! Ich wollte sie gar nicht zerbrechen, ich wollte sie hinlegen. Ich hätte meine Nacht Urlo. Ich bedachte. No, ist so trotzdem. Ist nur Worte in der Swatkarif. Das ist ja mal eine richtige Abfuck-Quest, wa? Wer sich den Scheiß überlegt hat, dachte sich wirklich, wir haben keine anderen Hobbys als hier. Kriege um zu positionieren. Das war ja nicht extra. Hör auf zu heulen. Mein Gott. Ich bevor das war. Der. Alter, ich krieg zu viel. Ich mach dir jetzt einfach kaputt, das ist mega. Den Göttern sei Dank, du hast mich befreit. Dann komm. Danke für deine Hilfe. Oh, aber zu welchem Preis? Ich danke dir trotzdem. Jetzt geh mir aus dem Weg. Ich hier eine Elfe, du hast. Scheint sich auch wieder hier alles beruhigt zu haben in Lunden. Ging ja richtig krass zur Sache. Alle Häuser haben gebrannt und. Ich nehme Achsel. Es herrschte übel Krieg. Hey.
So, Nasharic, fahren. Hatten wir das schon gelootet? Ja, aber. So, den ersten Aussichtspunkt hatten wir schon mal erreicht. Hallo, Rabe. Oder Raben. Seine Truhe. Die habe ich wohl übersehen. Und was gibt's da unten? Nicht viel. Gut, holen wir Wolfi. Schwimmen rüber. Ich weiß, du hast was, aber es muss sein. Es muss sein. Ha! Satzex, neues Gebiet entdeckt. Okay. Okay. Sorry. Komm, wir machen das ins Teil. Wie im Wespennest. Diesmal wendest du dich nicht raus. Nutzlos! Dein Untergang naht! Glaub doch nicht, dass du so entkommst! Waren das alle? Ich glaube schon, ne? Dann abschau! Hä? Hä? Ich hab dich befreit. Sei doch mal ein bisschen dankbar. Was ist los mit dir? Immer diese Räuber. Die kennen nix, wa? Danke. Mögen die Götter dich belohnen. Euch das an. Richtig krass. Was hier wieder abgeht. Gut. Weißzahn, komm her. Ich brauch dich, mein Lieber. Ja! Let's go! Soll ich glücklich werden, wenn ich bis an mein Lebensende nur dein blödes Gesicht sehe? Ich dachte, du magst mein Gesicht. Ja. Und deswegen wollte ich gerne eine kleinere, süßere Ausgabe davon. Erstere wird mich mit einem Kind segnen. Der Heidenstein hat keine Zauberkraft. Außerdem gibt es dort Wölfe, große mit Zähnen. Warum streitet ihr? Weil mein Ehemann so mutig ist wie eine zittrige Haselmaus. Alles, was ich will, ist ein Kind. Ich bin nicht sicher, wie ich da behilflich sein kann. Es gibt einen Fels mit großen Kräften. Man sagt, dass alle Frauen, die dort die Nacht verbringen, hinterher schwanger sind. Von einem Stein? Von der fruchtbaren Zauberkraft, die ihm innewohnt. Ich muss es selbst sehen. Wirst du mich auf dem Weg beschützen? Jede Frau, die zum Felsen gegangen ist, kam schwanger zurück. Es ist ein Wunder. Klingt nicht nach einem christlichen Glauben. Der Legende nach hat die Frühlingsgöttin Erstre dort einen Vogel in einen Hasen verwandelt. Und dann habe der Hase bunte Eier für ihr festgelegt. Diesem Ort wohnt ein Zauber inne. Vögel werden zu Hasen? Hasen legen Eier? Naja, wir Nordleute kennen komischere Sagas. Da wären wir. Ich glaube eher, dass sich hier irgendwo einer hinterm Stein versteckt. Und dann den Frauen ihre Wünsche erfüllt. Das ist der heilige Ort.
Oh, große Astre, schenke mir deinen Segen. Gib mir, was ich mir so innigst wünsche. Ein Kind. Eastre wird deinen Wunsch erfüllen, durch die Kraft des heiligen Rituals. Sucht ihr beide nach göttlichem Beistand? Diese Frau ist hier, um die Kräfte des Fruchtbarkeitssteins in sich aufzunehmen. Sehr wohl. Niemand bleibt unbefriedigt. Wie lange es auch dauert und was ich auch geben soll, ich werde es tun. Das war mir so klar, dass das passiert. Oh ja, spürst du die Kraft der Göttin? Nimm alles in dich auf. Aber das ist zu viel für mich. Ja, Schatz. Oh ja, ja. Ich yielde a selva suare. Das war so klar, dass das passiert. Der Mann hat hier wahrscheinlich den Geschäft seines Lebens gefunden. Hör! Oh mein. Ja gut, Leute. Ich schau mir mal die Folge an und ob die, mir so die Audioqualität gefällt. Und ich hoffe, dass es jetzt perfekt eingestellt ist. Und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge. Also haut rein. Danke fürs Zuschauen und Abonnieren nicht vergessen.